Die sind die Leber-Transmission. Es sind insgesamt drei Videos. Der erste ist die Erklärung, weil es ist ein bisschen länger. Und dann die Transmission selber, der erste Anfänger und dann sehr intensiver. Na, wo ist die Leber? Hier an der rechten Seite des Körpers. Hier sehr großer Klotz, ganz durch den Körper. 2,5 bis 5 Kilo, je nachdem wie groß du bist. Und dann auch die Galle. Kleiner Teil sitzt hier, ja, ungefähr so groß, halb in der Leber, halb darunter. Und die sind die beiden Organe, mit denen wir uns in diesem Video beschäftigen. Na, es geht in erster Linie für die Energietransmission über das Umwandeln von einer Emotion in eine andere. So, das Vernichtende in den Belebende. So, die vernichtende Emotion ist Wut. Und die Belebende ist Glücklichkeit. Übrigens, ist eine interessante Sache, als ich erst in Deutschland war, vor fast ein Vierteljahrhundert jetzt, das Wort Glücklichkeit gab es nicht. Ich habe aber unter Freunden damals in Dortmund darauf bestanden, dieses Wort zu benutzen. Und allmählich haben andere aufgenommen und heutzutage findest du das Wort im Duden sogar. Nicht schlecht. So, was tun wir hier? Na, Wut ist in sich nichts anderes mehr als der Versuch, die Vergangenheit zu verändern. Problem ist, die Vergangenheit ist nicht hier. So hat diese Energie nirgendwo, wo sie hingehen kann. Und da es der Versuch ist, etwas erledigt zu doch verändern, das funktioniert wie eine Bremse auf der ganzen Körperstruktur. Und allmählich wird der Körper langsamer und langsamer und langsamer und versteift sich immer mehr und mehr und mehr. Und in die sehr intensive Formen von untergeschluckter Wut oder untergedrückter Wut, das heißt Alzheimer's und Parkinson, der Körper wird so steif, dass in diesem Bereich hier, Nacken und Schulter, wenn du das eingreifst, ist es wie Holz. Na, dies wird sich allmählich auflösen, als wir mit diesen Videos arbeiten. Weil wir Wut, das Vernichtende, in Glücklichkeit, das Belebende, umwandeln. Und durch das Beleben wird alles weicher, lockerer, schneller, lebendiger. Da kommen wir zu der Galle. Weil die Galle ist das Gleiche, nur intensiver. Die vernichtende Emotion ist Hass, der versucht, die Vergangenheit zu zerstören. Und was ist das Gegenteil von Hass? Ekstase. Absolute Lebendigkeit. Diese sind die zwei Gefühle, die wir umschalten. Das ist nur auf einer Schicht. Das geht auch noch tiefer. Die Leber ist die Chemiefabrik des Körpers. Sie ist verantwortlich für eine Unmengen von chemischen Reaktionen. Und wenn die Leber gebremst ist, so finden diese zu langsam statt. Und ein häufig, sehr häufig aufgetretenes Problem gesundheitlich ist, dass die Körpersysteme verlangsamt werden. Und eine der möglichen Ursachen dafür ist gestopfte Wut. Und so, als wir das lösen, so funktioniert die chemische Struktur und die Verarbeitung wesentlich besser. Dann die Galle. Die Galle ist eigentlich der Schlüssel zur Verjüngung. Weil dieser festgehaltene Hass ist absolute Vernichtung. Und diese Vernichtungsenergie verbreitet sich durch den ganzen Körper.
und verursacht, dass der Körper sich selbst vernichtet. Kehr es um in Ekstase und der Körper verjüngt sich. Das ist, warum du immer auf jeder Straße, zu jedes fast jeder Tageszeit sehen kann, Menschen mit der gleichen Älter nach Kalender, aber unterschiedlich jung oder alt, je nachdem seine Lebenseinstellung. So wie du siehst, Veralterung ist keine Pflicht, sondern eine freie Wahl. Und diese Videos werden dir auch helfen, die belebende Wahl zu machen. So, die erste Video werde ich stark empfehlen, dies 2 bis 3 Wochen lang täglich zu machen, bevor du an der zweite gehst. Der zweite ist sehr intensiv und der erste allein kann verursachen eine Menge von Körperentschlackungen oder besser gesagt nicht verursachen oder dazu bringen, dass aufgehaltene, notwendige Entschlackungen in Gang kommen. So, was möglich ist, ist Durchfall, Fieber, Hautausschläge. Mach dir keine Gedanken darüber. Einfach lächeln und durchgehen. So mehr du lächelst, so schneller durchgeht. Und last, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die angenehmste Art, Wut umzuwandeln und zu lösen, ist zu lachen. Deswegen mögen die Menschen so gern zu lachen. So, gleich kommen wir zur ersten Transmission. Aber wenn du zwischen den lachen musst, genieße. Das ist eine Befreiung.